Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist Julia von Weil du schön bist. Es ist Mittwoch und das bedeutet, wir sind hier beim Mittwochs-Update. Ich schaue einmal fürs Kollektiv, was die Botschaften heute sind. Ich habe einmal The Good Tarot hier von der Collette Baron Reid. Da werde ich gleich die Botschaften mitziehen. Ich habe mal wieder, wie aus den Liebes-Tarots, die ich gerade mache, das Healing Mantra. Deck hier, da werde ich ebenfalls eine Karte mitziehen und ich habe ein bisschen das Gefühl und ich packe mir das mal hier ins Bild rein, dass wir heute noch eine kleine Meditation im Anschluss machen. Wenn du also ein bisschen Entspannung gebrauchen kannst, dann bleib einfach dran bis zum Schluss und dann machen wir noch eine kleine Klangschalen-Meditation hinterher. Ich würde sagen, ich packe das einfach mal hier zur Seite, dann ist es im Bild, ich vergesse es nicht. Und jetzt geht es erstmal los mit der Mantra-Karte fürs Kollektiv. Was ist am heutigen Mittwoch für uns hier im Kollektiv das Mantra? Was ist heute? Wobei, das waren jetzt auch zu viele, oder? Was haben wir denn da? Nee, das sind jetzt... Okay, das waren jetzt 5, 6 Stück. Das sind zu viele. Also, was sind die Botschaften heute? Und was ist heute das Mantra für uns? So, da haben wir die erste Karte. Unraveling Codependency. Hier geht es darum zu schauen, wo du noch in Abhängigkeiten bist. Only I have to feel good about my choices. Nur ich selbst muss mich gut fühlen mit den Entscheidungen, die ich treffe. Also, und da natürlich dann auch wieder diese Co-Abhängigkeit, ne, zu schauen, wo bist du noch abhängig von der Meinung von anderen Menschen? Und wo ist es vielleicht mal wichtig, sich für dich selbst zu entscheiden und zu schauen, hey, was auch immer es ist, worum es gerade für dich geht, in welchem Lebensbereich, aber zu schauen, hey, in erster Linie muss ich erstmal glücklich sein. Und ich habe eine Verantwortung vor allem auch mir selbst gegenüber. Und erst wenn ich in der Fülle bin, weil ich glücklich bin und erfüllt, kann ich dann aus meinem Kelch eben auch weitergeben. So, und dann auch in Fülle weitergeben, ohne dass es mich zu sehr anstrengt. Ne? Also hier nochmal ganz wichtig, heute zu schauen, wo stecke ich noch in Abhängigkeiten, vielleicht auch in wirklichen Abhängigkeiten in dem Sinne. Jetzt kommt ja wieder der Straßenfeger am Mittwochmorgen. Auch schön. Da wird die Straße geputzt, der Weg wird freigemacht und es wird erstmal schön aufgeräumt. Ne? Die Blockaden aufräumen, wo wir noch zu sehr in der Abhängigkeit sind. Dann lass uns mal das Thema angucken. Was ist das Thema hier? Worum geht es am heutigen Mittwoch hier im Kollektiv? Oh, ja, die wollte ich auch ziehen. Dankeschön. Wow. Guck mal. Die Karte ist die Welt. Die Welt grundsätzlich ist eine sehr erfolgreiche Karte. Also es geht erstmal um Erfolg. Grundsätzlich. Aber es geht hier auch um den Abschluss eines Kapitels. Vielleicht geht es um einen karmischen Zyklus, der sich bei dir schließt. Für den einen oder anderen, die Welt kann immer auch für eine Reise stehen. Also entweder Reise in dem Sinne, wo es rumgeht, na, wie geht die Reise weiter, könnte auch im Metaphorischen jetzt sein. Und ich habe das Gefühl, das ist, und das war ganz spannend, hatten wir ja gerade schon am Montag. Deswegen, falls du die Montagsbotschaft noch nicht gesehen hast, schau gerne mal rein. Da habe ich gesagt, das Thema war ja am Montag in dieser Woche generell, bereite dich auf große Veränderungen vor. Da war die Karte des Todes, wo es eben ums Loslassen geht, um eine Transformation. Und das sehen wir hier wieder mit einer anderen Karte, diesmal ein bisschen schöner. Man mag ja die Karte der Welt immer ein bisschen lieber, als dann so die radikale Karte des Todes zu sehen. Aber... was auch immer du gerade dabei bist abzuschließen, die Energien sagen, ja, wir sind gerade in der Zeit, wirklich alte Kapitel nochmal zu schließen, neue Kapitel anzufangen. Wie gesagt, für den einen oder anderen geht es hier um das Thema Reisen oder Erfolg im Generellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere hier gerade sehr dabei ist, am beruflichen Erfolg zu arbeiten, vielleicht da ein Projekt abzuschließen oder vielleicht die Arbeit zu wechseln. Lass uns mal schauen, was die Herausforderung ist. Was ist denn die Herausforderung hier? Was ist die Herausforderung auch, wenn wir das jetzt beziehen auf die Welt, auf die Energie, die hier als Hauptenergie liegt. Was ist da die Herausforderung? Ach, genau, okay. Der Mond, ja, der Mond ist ganz spannend. Lass mich mal ganz kurz schauen, okay. Der Mond ist ganz spannend,
Insofern, weil das die Ängste sind, ne? Welche Ängste liegen da noch im Verborgenen? Es können Unsicherheiten sein. Blockade können hier gewisse, doch ich habe schon das Gefühl, dass es hier um Ängste und Unsicherheiten geht, weil gewisse Themen einfach noch nicht ganz klar sind. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wir sind gerade im Nebel der Veränderung. Wir wissen, Sachen werden jetzt losgelassen, neue Kapitel dürfen dadurch starten. Wir machen quasi Platz für Neues, aber wir wissen noch nicht genau, wir können noch nicht ganz klar sehen, wo das alles hinführt. Und die Herausforderung ist, habe ich das Gefühl, auch über die eigenen Ängste hinauszuwachsen oder sich denen mal zu stellen und zu schauen, warum bereitet mir das denn Unbehagen? Warum bereitet mir das Angst? Gegebenenfalls auch hier die Meinung von anderen, die eine Rolle spielen können, ne? Bei dem Mond kann ich aber auch sagen, der Mond ist etwas, das geht in Phasen, ne? Also da möchte ich sagen, diese Phase der Unsicherheit ist auch nur eine Phase. Und was kommt nach dem Mond, der ja in der Nacht ist? Da kommt auch wieder der Tag. Und du kannst dir sicher sein, dass du bald klar sehen kannst. Aber diese Energie sagt auch gerade aus, hey, schau mal hin, was deine Ängste sind und wo die herkommen. Ne? Was ich ebenfalls spannend finde, ist, dass wir hier sehr ähnliche Farben haben. Wir haben einmal die Farbe Blau hier. Blau grundsätzlich, wenn wir jetzt uns mal die Chakren anschauen, steht dann in der Regel auch für Klarheit, für Kommunikation, für den Ausdruck. Wir haben hier ebenfalls eine blaue Karte. Also kann es sein, dass irgendwas in dir ausgedrückt werden möchte, durch Kreativität gegebenenfalls, also vielleicht durch Schreiben, durch Malen, was auch immer deine Kreativität ist. Vielleicht auch Kommunikation etwas, was ganz wichtig ist. Und dann haben wir die Farbe, Blau steht auch für Selbstbewusstsein, ne? Also du kannst mit Blau auch eben genau, wenn du jetzt Blau trägst und du hast irgendein wichtiges Gespräch, Gespräch sowieso gut, ne? Alles, was mit Ausdruck zu tun hast, kannst du das unterstützen mit der Farbe Blau. Es gibt dir da auch eine gewisse Klarheit. Ich habe auch das Gefühl, das ist die Karte oder die Farbe der Reinigung quasi, aber gleichzeitig auch des Selbstbewusstseins. Und dann kannst du auch wirklich, wenn du in irgendein Gespräch reingehst, gucken, ob du irgendwas Blaues trägst, zum Beispiel, damit du die Energie des Selbstbewusstseins auch in dich quasi holst, vielleicht einen blauen Schal für selbstbewusste Kommunikation, da nochmal ganz gezielt, also arbeiten mit der Farbe an gewissen Körperstellen, ne, Hals, Kommunikation. Wir haben die Farbe Gold hier auch zweimal Erfolg. Wir haben zweimal das Thema Erfolg hier. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch wenn es hier Unsicherheiten gibt, dass alles unter einem guten Stern steht und sehr erfolgsversprechend tatsächlich ist. Dann lass uns gucken, der Tipp. Ich möchte gerne den Tipp haben. Was rät uns das Universum heute? Was ist der Tipp heute für uns vom Universum? Da kriege ich Stopp rein. Schon wieder die Königin, also schon wieder eine blaue Karte, wobei eher türkis. Königin des Wassers. So, die Königin des Wassers. Das Wasser sind natürlich die Kelche und die Emotionen. Macht schon mal insofern Sinn, weil wir hier auch mit dem Mond natürlich eine emotionale Karte ebenfalls haben. Ich habe das Gefühl, dass mit der Königin des Wassers es wichtig ist, dass du ins Empfangen gehst, dass du sagst, okay, weil die Energie des Weiblichen ist das Empfangen, die Energie des Männlichen wäre das aktive Tun und Machen. Ich habe das Gefühl, was wichtig ist, ist, dass auch wenn du dich hier durch deine Ängste durcharbeitest, was mir gerade gesagt wird mit dieser Karte, ist, zum einen Meditation oder wenn du nicht so der Meditationsfan bist, Meditation machen wir gleich. Ja, vielleicht hilft dir gleich die Meditation hier auch weiter, die wir machen. Aber in die Stille zu kommen, in die Entspannung zu kommen und dadurch loszulassen und zu sagen, okay, es kommt alles, wie es kommen soll, auch wenn ich gewisse Themen noch nicht sehen kann. Ich habe Vertrauen darauf, dass ich hier wirklich sehr erfolgreich auch geführt bin. Ich habe Vertrauen auf meine eigene Intuition, auf meine Gefühle, weil das auch das ist, wie die geistige Welt mit mir spricht. Dementsprechend, wenn du dir selbst vertraust mit deinen Gefühlen, mit deiner Intuition, dann vertraust du gleichzeitig auch der geistigen Welt. Und dann geht es hier auch um das Empfangen, ne? Lass die Dinge zu dir kommen und gib auch mal ein bisschen ab, lass mal los, was eine Situation hier angeht. Natürlich kann das hier
in der Liebe sein, weil wir die Königin des Wassers haben, dass es hier um eine Angelegenheit für dich, insbesondere in der Liebe geht. Es kann hier ein Wasserzeichen sein, haben wir zweimal hier, ne? Die Königin des Wassers, ja, das könnte Krebs oder Skorpion oder Fische sein. Der Mond regiert den Krebs, also hier doppelt Krebs auch nochmal möglich, dass du es damit zu tun, mit die einer Person zu tun hast, die eben diese Aspekte hat. Oder vielleicht hast du extrem diese Aspekte und sagst, ja, das resoniert noch mehr mit mir tatsächlich jetzt. Aber grundsätzlich habe ich eher tatsächlich das Gefühl, dass es mit der Königin des Wassers hier um diese Energie geht, von hey, entspann dich, lass los, folge deiner Intuition. Wenn du deiner Intuition folgst, wirst du im genau richtigen Moment genau das Richtige tun. Und da brauchst du gar nicht zu viel nachdenken. Folge einfach dem Flow. Ne? Ja, wo führt das Ganze hin? Was ist hier? Kriegen wir noch eine Ausgangskarte? Eine Ausgangskarte quasi. Wo soll das Ganze hinführen? Oder was ist der nächste Schritt? Das ist wahrscheinlich so das Einfachere. Denn ich habe das Gefühl, hier sind noch mehrere Schritte. Und der nächste Schritt ist die Königin der Münzen, Königin der Erde in diesem Fall. Ja, und mit der Königin der Erde haben wir natürlich die Energie von Selbstliebe, Selbstwert, sich sehr gut um sich selber kümmern. Die Königin der Erde ist auch so die Mutterenergie. Was macht die Mutter? Die nährt. Was nährst du jetzt, damit es wächst und gedeiht? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein bisschen darum geht, dich selber hier mit diesen beiden Karten, dich selber ein bisschen zu pflegen, zu nähren, dass es dir gut geht, mal so einen Selbstliebetag machen, wo du sagst, okay, ich nehme mich jetzt mal ein bisschen zurück hier. Go with the flow, also fließe mit dem Fluss des Lebens oder geh mit dem Fluss des Lebens, geh in die Entspannung, in die Selbstliebe. Das fühlt sich sehr nach einem, ich habe das Gefühl, du musst mal runterkommen. Runterkommen von den Ängsten hier. Mal wieder hier down to earth, wie man sagt. Also runter auf den Boden der Tatsache. Dich entspannen, dich erden. Und gleichzeitig aber auch so, dadurch, dass du dich erdest, kannst du dann wieder ein bisschen besser fließen, weil du dich stabiler in dir selbst fühlst. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit eines Erdzeichens. Also vielleicht hast du es auch mit jemandem hier zu tun, der Steinbock, Stier oder Jungfrau ist. Das ist nicht immer zwingend der Fall, aber das könnte hier in dem Fall eben auch sein. Aber zum einen das Thema sich selbst nähren, Selbstliebe, mal so ein, ja, wie sagt man, so ein im Ich-Tag oder Mich-Tag machen und auf der anderen Seite aber auch, was willst du nähren? Und dann kann das auch ein sehr strukturiertes Denken sein, ne? So ein ganz, okay, was sind die Fakten der Tatsache, um das zu erreichen, die Welt zu erreichen, diesen Abschluss zu erreichen? Was sind die praktischen, oder nicht die logischen, sondern die praktischen Dinge, die jetzt getan werden können? Und in dieses Tun der Königin der Münzen habe ich das Gefühl, kommst du vor allem rein, wenn du hier dir auch mal die Auszeit nimmst. Ne? Ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil man denkt, ja, ich muss doch tun, 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 tun. Und Leute, ich bin da ganz vorne bei. Aber manchmal brauchen wir diese Ruhephase und dieses, okay, ich gehe jetzt mal hier ins Empfangen, ne? Ich gehe jetzt mal in die Stille, ich lasse mal kurz los, mal kurz hier, ich schon wieder als Macherin, ich lasse mal los, nicht kurz, sondern loslassen, entspannen und dann in dem Moment tatsächlich, wo man in der Entspannung ist, da kommt auch wieder die Kreativität zurück oder dieser Tatendrang, dass man sagt, boah, jetzt sind meine Batterien aufgeladen, jetzt weiß ich, was der nächste Schritt ist, was das Praktische ist zu tun. Und ich denke, das ist hier erstmal das, was jetzt der nächste Schritt dann hier für dich ist. Ja, ich hoffe, du resonierst mit den Botschaften und dass es dir ein bisschen weitergeholfen hat. Wenn ja, lass doch gerne ein Like da, einen Kommentar oder ein Kanalabo. Ich bin auch auf Instagram, da bin ich auf Weil du schön bist und auf Avalon Rituals. Die beiden Kanäle unterscheiden sich insofern, dass Weil du schön bist natürlich der deutsche Kanal ist. Dort findest du aber auch die Echthaarbänder, die ich entwickelt habe aufgrund meiner Krebserkrankung vor 10 Jahren. Das ist ein Haarersatz für Krebspatienten. Das heißt, wenn du da auf den Instagram-Kanal gehst, der super mega schön aussieht, ich bin die Stefanie, die mit mir, weil du schön bist, zusammen macht. Und ich, wir sind immer ganz glücklich, dass es so hübsch aussieht in den Farben auf dem Kanal. Ja, ich bin ein sehr visueller Mensch, falls du es noch nicht gemerkt hast. Also genau, und da findet ihr, dass ich auch meine Erfahrungen teile, ein bisschen
in den Sprüchen, die ich teile. Inspiration findet ihr dort ebenfalls in dem Moment 1444 gesehen, aber eben auch die Haare und dann wisst ihr einmal Bescheid, was das ist. Haarersatz für Krebspatienten oder Menschen mit Alopezie. Und der Avalon Rituals Kanal, das ist dann der Kanal, wo ich quasi meine spirituelle Seite noch ein bisschen mehr auslebe. Dort findet ihr einiges auch, weil ich ja in Glastonbury in England in Avalon wohne und auf Englisch allerdings, wobei das bei mir immer funktioniert, dass ich mir englische Sachen auch übersetzen lassen kann auf Deutsch, wenn ich auf anderen Kanälen bin, auf Instagram. So, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Meditation. Du darfst es dir einmal gemütlich machen, dich noch ein bisschen umpositionieren und kurz dieses Video auf Pause machen, bis du dann fertig bist. Vielleicht möchtest du auch nochmal ein Räucherstäbchen, eine Duftkerze, irgendwas ganz Gemütliches anmachen. Ja, und dann würde ich sagen, packe ich die Karte der Visualität halber mal hier hin und es geht jetzt los. Und wenn du bereit bist, schließe einmal deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug. Und spüre, wie sich deine Bauchdecke wölbt. Spüre, wie du bei jedem Einatmen neue, frische Energie in deinen Körper fließen lässt. Und überall, wo diese Energie ankommt, löst sie negative Energie und Anspannungen in deinen Körper auf. Und beim Ausatmen atmest du diese dann zusätzlich aus. Und nun stelle dir vor, dass die Luft, die du einatmest, eine Farbe hat. Welche Farbe hat sie für dich? Egal, welche Farbe dir jetzt in den Sinn kommt, dies ist genau die Farbe, die du jetzt brauchst. Und für den einen oder anderen kann das die Lieblingsfarbe sein. Vielleicht ist dir aber auch eine andere Farbe plötzlich in den Sinn gekommen, wo du denkst, huch, das ist aber ungewöhnlich. Für welche Farbe auch immer du dich entschieden hast, dies ist die richtige Farbe, die dir jetzt bei dieser Meditation hilft, in die Balance, in die Harmonie und den inneren Frieden zu kommen. Und beim nächsten Einatmen tief in deinen Bauch spürst du, dass die Luft, die Farbe nicht nur in deinen Bauch fließt, sondern darüber hinaus. Über die Oberschenkel hinunter in deine Knie. Und du kannst einen erneuten Atemzug nehmen und die Farbe noch weiter hinunter schicken, bis sie schließlich über die Waden deine Knöchel erreicht und sanft in deine Fußsohlen fließt. Wie deine Zehen nun in der Farbe leuchten, die du dir ausgesucht hast und dein ganzer Fuß tatsächlich gefüllt ist von der Energie, die du einatmest. Und mit dem nächsten Atemzug schickst du noch etwas mehr hinunter in deine Beine, damit sie sich schön auffüllen und leuchten. Deiner Heilfarbe. Und du merkst, wie sich die Muskeln in deinen Beinen entspannen. Vielleicht merkst du, dass sie anfangen zu kribbeln oder etwas warm werden. Du
sende mit dem nächsten Atemzug das Licht in dein Gesäß und in die Hüften und spüre dort wieder, wie sich deine Muskeln entspannen. Und falls du in dem Bereich irgendwelche Blockaden hast, irgendwelche negativen Energien, Anspannungen, dann spüre jetzt mit dem nächsten Atemzug, wie sich diese mit Hilfe des Lichts lösen und euch ein tiefes Ausatmen, ein kräftiges Ausatmen werden auch die Anspannungen gelöst und ausgeatmet. Mit dem nächsten Atemzug füllt sich dein kompletter Bauchraum, erleuchtet und strahlt. Die heutige Heilenergie breitet sich nun auch aus in deinem Brustkorb, sodass nun dein ganzer Rumpf leuchtet und erstrahlt. Alle negativen Energien werden gelöst und mit dem Ausatmen ausgeatmet. Wiederhole nun diese tiefe Atmung und den Austausch von negativer Energie zu positiver Energie ein paar Mal. Und wenn du magst, kannst du dich auf die Stelle konzentrieren und spüren, wie sie weicher wird, falls du irgendwo eine Blockade hast. Lasse dein Ausatmen ein klein wenig länger sein als dein Einatmen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mit dem nächsten Atemzug fließt das Licht nun in deine Schultern. Ganz sanft und weich in deine Arme und breitet sich aus bis hin in die Fingerspitzen. Deine Finger erleuchten, deine Handfläche, Handgelenk. Zu guter Letzt
vollkommen eingehüllt in der heilenden Energie. Und in diesem Moment breitet sie sich aus in dein Energiefeld, sodass sie nicht nur in deinem Körper ist, sondern sich auch wie ein schützendes Ei um dich herum legt. Die Heilwirkung deines Lichts, um dich in die Balance, den inneren Frieden, der mentalen, der emotionalen und körperlichen Balance zu bringen, wirkt nun noch weiter. Und alles, was du tun musst, ist einfach nur zu sein. Genieße die folgenden Minuten der intensiven Heilung. Atemzüge nehmen und dich mit jedem Atemzug